Guck, morgen Jungs und andere, die genauso gut aussehen wie Manity. Leute, Papa Manity hat mir meine Unschuld auf Grant genommen und jetzt bin ich verliebt. Anyway, genießt goldenes Cop-Trolling, möglich gemacht durch meinen Zuckervater Manity. Lasst ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wie immer natürlich kommentiert, Manity abonnieren. Sonst mache ich Liebe mit Manity. Henry! Ah, Jungs, heute habe ich einen besonderen Gast. Ich weiß nicht, wie ich ihn vorstellen soll. Das ist Manity! Geil. Hallo. Ja, was ist los? Was willst du jetzt schon wieder? Arbeiten Sie hier? Ja, festgenommen. Weg mit dem Müll. Warum, hä? Du darfst hier nicht einfach so auf das Gelände laufen, ne? Das weißt du schon. Das Tor ist offen. Gleich ist dein Bauch offen. Gleich ist dein Arsch offen. Du darfst hier nicht so reinlaufen einfach. Ist so, ey. Ja, nee, das ist so, also, das geht ja... Okay. Ja, das, so geht das nicht. Herr Gurke, kommen Sie mit? Natürlich, Delphi. Herr De Sousa. Wie spricht man das aus? Ich möchte das irgendwie wissen. Delphi De Sousa. De Sousa, okay, alles klar. Hier kannst du dir Waffen holen. Zeig mir die Waffenkammer und danach kannst du dir Waffen ziehen. Ich bin absolut OP mit Waffen, keine Sorge. Oh Mann, ich bin scheiße mit Waffen. Manity, bitte denk nicht schlecht von mir. Nehme Waffen, nehme Munition, nehme Waffen, weiter. Eine, nehmen, nimm, Munition, weiter. Ich nehme mal 60. So, ich habe keine Ahnung von der normalen Standardmenge, aber das sollte passen. Wenn du dich umziehen willst, kannst du dich umziehen, aber also, du kannst auch so rumlaufen. Ja, ich würde auch so rumlaufen, ich denke auch. Die Leute drin nicht denken, dass ich Cop bin. Oh, Jungs, ich bin so aufgeregt. Oh, das ist Manity De Sousa. Bring mich wohin, Papa Manity, führe meinen Weg. Ich sehe schon, deine Fahrskills sind auf jeden Fall auf dem höchsten Level. Ich bin ja schon länger, ne, ich kann das schon. Ja, ja, perfekt gefahren, Herr De Sousa. Dieses Auto. Gibt's irgendwas, worauf ich achten muss so? Nee. Ja, na, ist gut, dann mache ich das auch nicht, ne? Ja, schönen guten Tag. Ah! So geht das. Ah, Sir, okay, so geht das aber nicht. Kollege. Was rein doch? Was denken Sie, wer Sie sind, hä? Meister. Die Waffe nehmen wir mal runter, ne, Kollege? Den nehmen wir jetzt erstmal mit, leider Pöbel. Von vorne fesseln, Bruder. Ey, du hältst die Fresse, du bist ein Krimineller. Herr Gurke, Sie können ihm auch seine Waffen wegnehmen. Ah, natürlich. Ich benutze ihn mal ganz kurz als Testobjekt. Ja, warum läuft er weg? Ey, Sir, Sie bleiben hier. Drücken Sie G auf ihn, dann auf Organisation und dann auf Suche. Ah, verstehe. Perfekt. Das ist erstmal alles meins, ja. Also so geht das nicht, ja. Sie können nicht fahren wie der letzte Irre, ja. Wer sind Sie? Ein besoffener Alkoholiker? Vater? Das ist jetzt mein Vater. Kommen Sie mal mit, Daddy. Der Mann muss mal ganz kurz in den Knast. Oh, Sie sind Zivilpolizist? Ja, ja, wir sind zivil unterwegs. Genau. Also, ich lese Ihnen mal ganz kurz Ihre Rechte vor. Sie haben das Recht, die Fresse zu halten und ansonsten, ja, war's das, ne? Anwalt stellt Ihnen niemand, denn niemand will Sie vertreten. Sie sind Alkoholikervater und sehen aus wie der Weihnachtsmann, bloß gebleicht. Ich habe auch also mitbekommen, Herr Gurke, dass der Herr gerne sich bei Prostituierten gut gehen lässt. Ah, ein Standardkunde im Unicorn, verstehe, genau, verstehe. Genau, das ist hier halt eigentlich auf dem Start verboten, deswegen würde ich das auch eintragen. Das wären dann 5 Wanteds, der Herr. Ich habe auch den Sitz von ihm eventuell untersucht. Da war eine besorgniserregende Menge an Arschwasser zu finden. Hätte ich schon beinahe getrunken, sei ich ehrlich. Genau, das ist unter dem Paragraphen Arschwasser, ne? Das ist ja, genau. Paragraph 4, Absatz 3. Arschwasser darf nicht in Mengen stattfinden. Darf nur zur Erfrischung genutzt werden auf der Stirn, nicht in den Mund. Deswegen werden wir jetzt Sie einsperren, dementsprechend. Haben Sie noch irgendwelche Sachen hier zu sagen? Alles klar, dann sperren wir den einfach mal ein. So, ab in den Knast mit dir. Wie kann das sein? Du kannst mal die Fresse halten, ganz entspannt. Aber die Rechte wurden mich auch nicht richtig vorgelegt. Ja, du hast auch keine Rechte. Meine Rechte sind meine Fresse zu halten, also es gibt gar keinen Sinn. So, dieser Burger, den ich gerade esse, hat mehr Rechte als du. Also jetzt halt mal die Schnauze und geh weiter. Und was bekomme ich für Strafe? Für was nochmal? Arschwasser trinken und haben Sie gesehen, wie Sie gefahren sind? Das geht ja absolut gar nicht, das ist die unterste Schiene. Ja, lass mich doch los, ich lauf selber rein. Herr Pimmelkopf, halten Sie mal bitte die Fresse kurz. Wir machen hier unsere Arbeit, ja? Sie stören uns dabei. Ich versuche mich hier zu kontrollieren. Das ist mein erster Tag heute. Ich bin ganz frisch. Genau. Mein Vorgesetzter in seinem ersten Tag schon. So, Mr. De Sousa. Dann, ich würde sagen, 5 Sterne ab in den Knast mit dem Abschaum. 5 Sterne für Arschwasser. Ja, für Arschwasser. Genau dafür. Jungs, wieso macht ihr so Sachen? Es ist immer noch ihr Recht, schön die Fresse zu halten und das Arschwasser nicht mehr laufen zu lassen. Dankeschön. Ziehen wir jetzt kurz mal die Maske runter. Eli Pols. Das ist ja auch ein richtig alberner Name. Ich finde deinen Namen. Ja, ja. Ich finde dein Arschwasser. Möchten Sie ihn inhaftieren? Ja, klar. Lernen Sie mir das. Ich bin gerne dabei. Drücken Sie G auf ihn und dann auf Organisation und dann inhaftieren. Das ist in der Mitte ungefähr. Perfekt. Ab in den Knast mit dir. 80 Minuten für Arschwasser jetzt. Ja, und ich will keinen Mucks mehr von Ihnen hören, ja? Halten Sie sich an Ihre Rechte und halt die Fresse, ja? Ja, nur eine Frage. Darf ich in den Trainingsraum? Du darfst die Fresse halten. Dummes Stück Abschaum hier, nee. In die Fresse halten. Ja, ist so. Ja. Die Fresse. Herr Mr. Arschwasser, ficken Sie sich und wir sehen uns, ne? Du dich. Hey, das war jetzt ein bisschen Beleidigung. Ja, ich sehe auch, der wird auch mit durch. Dafür kommen Sie jetzt in den... Das war schwere Beleidigung eines Kleinkindes. Halt mal die Fresse, Kleinkind. Ja, ist so. Gleich hole ich das Kleinkind auch zu ihm. So, war schön mit euch Geschäfte zu machen. Genau, schönen Tag noch, ne? Schönen Tag noch. Fühlt man sich immer so? Ich fühle mich mächtig. Irgendwann vergeht das. Irgendwann hast du zu viel Macht. Zu viel Scheiße, oh Gott. Irgendwann kriege ich einen Gotteskomplex. Beim nächsten achten wir ein bisschen so auf... Ich weiß nicht, ob es für dich eine Grenze ist, aber ich würde Richtung Übergewicht gehen. Ich habe keine Grenzen. Perfekt, ich habe einen Spezialmove. Die Waage. Ich habe so ein Lagerfeuer dabei. Ich will, dass Leute sich draufgehen und in Klammern wiegen. Da fangen die nämlich an zu brennen. Geil. Och Mann, ich f***
Fickte ihn doch. Sorry. Ja, jetzt fick ich dich aber. Ey, ey, ey. Wohin denn die Reise? Warum haben sie denn ihren Koffer da auf dem Auto drauf, hä? Den halten wir jetzt erstmal. Ja, der muss erstmal stehen bleiben. Kollege. Meister. Ach, das ist ein Polizist. Meister, was ist denn Ihr Problem? Ey, ich wollte dir doch helfen. Na, tut mir leid. Ja, wobei wollen Sie denn helfen? Indem Sie uns hier Ihren Wagen in den Arsch rammen oder was? Haben Sie irgendwelche Probleme oder so, von denen ich irgendwie wissen müsste? Haben Sie eventuell ein Schwabbelbein zu sehr auf dem Gaspedal gehabt und können nicht mehr auf die Bremse gehen oder wie? Ich sehe schon, die Beine von Drachenlord, hä? Ja, die habe ich. Ey, warum steigen Sie jetzt bitte ein? Nein, Sie bleiben steigen jetzt erstmal aus. So, ich hätte einmal gern dein Dienstausweis. Ja, okay, da hast du ihn. Einmal einsteigen. Wow! Setzen 6, Diggi. Nee, also das persönlich ist einfach Korruption, wissen Sie? Genau, Sie werden jetzt inhaftiert für Korruption. Ey, Jungs. Was heißt hier Jungs, Kollege? Du weißt ganz genau, wofür du jetzt in den Knast kommst. Illegales Meckes essen, ja? Während der Arbeitszeit ist auch nicht gestattet. Das werde ich auch der Fipco melden. Denken Sie, das ist ein gesunder Lebensstil? Fangen Sie an mit Sport. Hey. Oder wachst du nachts schweißgebadet aus, wenn du an Salat denkst oder sowas, ich weiß ja nicht. Das habe ich mir schon fast gedacht. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Korruptes Schwein. Sir, ich weiß, dass Ihr Übergewicht Sie zu schwerem Atem verführt, aber bitte unterlassen Sie das in mein Ohr. Dann komm mal mit. Die werden jetzt schön gefickt. Ah, Henry Strohhut. Ach, Sie heißen Henry? Aber mit I. Mit I? Okay, das geht in den Knast. Ja, eigentlich mit Y, aber ich musste da leider noch etwas... Ja, Sie wollten sich besonders fühlen, als hätten Sie ein Happy Meal gekauft. Ich weiß schon. Jetzt gehen Sie weiter. Ey, ey, nicht stehen bleiben. Ich habe Ihnen nicht das Recht gegeben. So, der braucht eine kleine Extrazelle. Jemanden mit dem einzusperren, das möchte ich ja keinen wünschen hier. Rein mit dir. Was wollen wir dem jetzt reinschieben? Nur Homo? Ja, ich würde einfach sagen, so ein bisschen Korruption, ja, so eine schöne Korruption. Ey, dieses Digger, ne? Das reicht mal jetzt. Ist so. Digger kannst du in deinem Land sagen. Der sieht auch aus wie der andere. Habe ich deinen Bruder schon vorhin? Ja. Warte mal, in Einzelhaft. Arschwasser 2. Oh, schon. Ab in Einzelhaft mit dem Schmutz. Oh, da hinten ist der Herr im Arschwasser. Und Kollege, konntest du schon die zwei anderen Zellnachbarn ein bisschen bewässern, hä? Nee, ich habe ihn angespritzt mit deiner Sperma, du Wichser. Also ich weiß nicht, so wie dein Mund umzingelt ist, weiß ich nicht, ob das Sperma mehr auf mich zutrifft, ne? Ja, also wer mir jeden Tag einen bläst, Digga. Ja, du selber wahrscheinlich. Ich sehe schon, alles klar. Der kleine Als Maul und trink dein Arschwasser. Maul halt. Ja, stopp mir doch mal mein Maul. Komm doch mal raus. Komm, wenn du Eier hast. Die Fresse da oben, Digga. Ich denk mir auch, das ist jemand, der braucht das nicht. So, will einer von euch eventuell in das Fitnesscenter rein? Du? Sir, willst du ins Fitnesscenter? Ja. Ja, wünschst du dir, du Stück Scheiße. Ja, ciao. So, okay, jetzt zum Strandmarkt. Ich meine, ich glaube, da waren wir noch nicht genug. Oh, was sind das? Bitches. Voldemite, ist es denn nicht zu kalt für so ein sommerliches Kleid? Nein, ist doch Sommer. Ah, scheiße, ein Haar an den Beinen. Dann fahren wir jetzt mal zum Strandmarkt und dann gucken wir mal, was da abgeht, ne? Ja, hätte ich auch gesagt, ne? Ja. Endlich mal ein bisschen durchgehen. Guck, wie viele Leute direkt. Ja, schau mal, da kommen sie alle an. Ich kann dir jemanden zeigen, der richtig aggressiv ist. Also richtig geisteskrank. Aber soweit er meine Stimme hören wird, wird er nicht mehr reden. Dann lass mich das machen. Okay, warte, ich muss kurz auf Insta gucken, wo sein Haus nochmal war. Entschuldigung, Sir, wir machen hier gerade Man-Tracking, wenn Sie bitte einfach weitergehen würden. Du bist ja, der mir kein Trinkgeld gegeben hat. Ach, du warst der Taxifahrer! Mit deiner Kartoffelnase, Alter. Hör mal zu, ja, Kollege. Denkst du, du bist der Einzige hier, der Taxifahrer, der kein Trinkgeld bekommt? Ich bin arm. Ich brauch das Geld. Ab in den Knast mit dir. Also, ich lese dir mal ganz kurz deine Rechte vor, ja? Sie haben das Recht, die Fresse zu halten. Alles, was sie sagen kann und wird gegen sie benutzt werden. Und ging's mir auf den Sack. Was möchten Sie denn? Was möchten Sie? Was möchten Sie? Warum verfolgen Sie mich? Na, warte mal, ich kläre das. Irgendwie so einen großen Penis, dass du meinen Penis in den Mund willst? Warum verfolgst du mich die ganze Zeit, du Pimmelkopf? Also, nochmal die Rechte. Sie haben das Recht, die Fresse zu halten. Alles, was sie sagen kann oder wird gegen sie verwendet werden. Sollten Sie einen Anwalt wollen, wird Ihnen keiner gestellt. Sie haben keine Rechte. Richtig, ich hoffe, Sie haben das recht verstanden. Ich hab eine Bodycam. Ich f*** deine Bodycam. Sir, ich bin ein Technik-Freak, ja? Wissen Sie, was ich mit Bodycams leidenschaftlich anstelle? Ich benutze das Stromloch, ja? Das Stromloch. Was machen Sie dann mit dem Stromloch? Ja, da stecke ich eine Gurke rein, ganz tief und fest. Sie wissen nicht, wozu ich in der Lage wäre. Ich kriege eine ganze Gurke perfekt da reingeformt. Und ich schwöre bei Gott, sehen die ladet. Sehen Sie, mit was Sie zu tun haben hier? Also, ich würde da jetzt nicht mit der Bodycam drohen, weil sonst macht der ein Loch in die Bodycam, hat er, glaube ich, hier gerade gesagt. Nach oben. Alles nach oben. Ich glaube, der ist gläubig. Ich glaube, der braucht einen kleinen Besuch bei der Kirche, bei dem Beichtstuhl, ne? Ja, hinbringen. Das Gefängnis hat auch eine, keine Sorge, da werden sie ganz gut aufgehoben sein. Da gibt's einen großen schwarzen Beistuhl, der heißt Tyrone. Ich brauche erstmal ihren Namen hier, wie heißen sie denn? Herr Phil Mustermann, ja? Haben sie irgendwelche Waffen dabei? Ich habe keine Waffen dabei, aber sagen sie nochmal, warum ich festgenommen wurde. Tyrone braucht neue Liebe und deswegen habe ich ihnen jetzt welche besorgt. Das ist alles Teil des Geschäfts. Keinen Sinn. Ich habe sie auch nur gefragt, warum sie mir vorhin kein Trinkgeld Kollege, du hältst jetzt mal ganz kurz... Das war vielleicht auch das Problem, Weißt du, ich habe auch einen perfekten Kollegen für dich, der verkauft auch freiwillig Arschwasser im Knast. Finden Sie das nicht sachlich, der Herr? Nein, ich finde das nicht besonders sachlich. Wissen Sie, ich finde Ihre Kette um Ihren Dreckspulli eigentlich auch nicht so schön sachlich. Wissen Sie, das ist auch sehr gefährlich. Einmal bitte hier reinkommen. Ja, Hilfe. Bitte Hilfe. Ich glaube, du brauchst die vollen 80 Minuten, oder? Hilfe. Kannst du bitte nicht so winseln? Tyrone wird dich gleich zum Winseln eher bringen als ich, ja? Kollege, würden Sie die 5 Sterne natürlich verteilen an diesen netten Herrn? Was schieben wir ihn dann? Ich würde sagen, gib einfach einen Tyrone, ja? Sie können ihn jetzt inhaftieren. Perfekt. Ah.
Genau, einmal nochmal gegen den Kopf, damit sie da einfach mal wissen, wo sie jetzt sind. Und ah, das zappelt so schön. Herr Übergewicht, Sie sind jetzt im Knast. Und schön die Zeolithis schon quetschen, ja? Schönen Tag dir. Schönen Tag noch, ne? Ich glaube, wir können den hier auch mitnehmen. Ja, viel besser, viel besser. Klauen wir den einfach den Wagen. Boah, der ist clean. Oh, schön. Oh. Sorry, Jungs. Du wolltest ja mich zu dir deinen Dude bringen, der so richtig aggressiv wird. Warte, ich guck ganz kurz. Ach, hier, Hausnummer 47. Du musst aber bei ihm aufpassen. Sobald er irgendwie merkt, dass du ihn trollst, der redet nicht mehr mit dir. Oh, okay, okay. Gut, dann bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Ich rede dann gar nicht, weil dann. Nein, nein. Ich sag, du bist einfach mein stummer Teilhaber. Ich weiß nicht. Kennst du diesen Anime Komi Can Communicate, Digga? Nee. Ja, ich mach einfach ein. Nein! Nein! Ich bin alleine! Ich will bei Vanity sein! Bist du auch TP'd worden? Nein, ich wollte nicht mit TP'd, ich stehe noch auf der Straße. Okay, hat er irgendwelche Triggerpunkte, die ihn besonders triggern irgendwie? Wenn man Altsteam sagt, wenn man ihn Rentner nennt, wenn man nur gegen das Gesetz verstößt, triggert ihn das, weil er auch eigentlich Sheriff ist. Hallöchen, können Sie mir vielleicht sagen, ob Maddox da ist? Maddox gibt's gar nicht mehr. Wie, Maddox gibt's gar nicht mehr? Ich habe doch gestern mit ihm telefoniert. Ja, Maddox heißt jetzt anders. Wie heißt er denn? Boyer? Apache. Nee, nee, Apache. Nicht. Und wo finde ich den? Er ist gerade schlafen. Das glaube ich dir nicht. Der Typ ist über 24 Stunden am Tag da. Der ist tatsächlich schlafen, er ist inaktiv. Und Sie sagen mir hundertprozentig die Wahrheit, oder? Als Beamter darf man nicht lügen, der Herr. Ach, sind Sie Beamter, oder wie? Mhm. Ah, und Sie dürfen nicht lügen, das wäre mir neu, wissen Sie. Man darf als Beamter nicht lügen. Das stimmt irgendwie nicht ganz. Ich mache es aber nicht. Ah, Sie sind einer der besseren Menschen. Sie fühlen sich ja so ein bisschen besser, oder wie, als wie der Rest von uns. Kann sein, wenn Sie lügen. Ich finde, die Personen, die sehr oft lügen, vertrauen, kann man nicht gut vertrauen. Also sie sind die Art von Mensch, die ihren Wein schaukelt. Wie viel haben Sie auf dem Bankkonto? Sechsstellig, hä? Achtstellig tatsächlich. Okay, das reicht mir schon. Einmal einsteigen, ab in den Knast mit dir. Reiche Schnösel und dann noch arrogant sein und dann sagen, sie dürfen nicht lügen, das finde ich geht gar nicht. Handschellen ab jetzt. Nein. Einen Moment, ich habe seinen Namen noch nicht. Mal, Moment, warte, bleib mal kurz stehen. Sascha Nox, alles klar, rein mit Ihnen. Ah, was soll denn das jetzt, Paul, Mensch? Jo, Jungs, die laufen, ne, aber auf der Straße rumstehen ist nicht. Sir, wir sind nicht auf der Straße, wir haben Seitenrad. Egal, egal, passt schon. Und einfach festgenommen, ja. Sascha, beschwer dich im Knast, ja? Haben Sie noch irgendwelche anderen Fragen? Nee. Alles klar, dann die vollen 5 Sterne. Sind ja reich, Sie sollten das ja ertragen können, oder? Schnösel. Wissen Sie, Sie wirken mir wie ein sehr unangenehmer Mensch. So ein Mensch, der sich den Bart krauselt, wissen Sie? Mach ich vielleicht, ja. Halt die Fresse. Ich bin ein Beamter. Geht das auch ein bisschen schneller? Du bist so langsam im Reden. Wie langsam im Kopf kann man eigentlich sein? Wie bist du eigentlich reich geworden? Herr Nox, sind Sie bereit? Ich würde Sie noch einmal ganz schnell durchsuchen, ja, wenn das kein Problem für Sie wäre. Aha, illegale Waffen. Sie dürfen nicht lügen, oder was? Illegal, der Herr. Nee, das sind illegale Waffen, so wie ich sehe. Und das sind jetzt auch die illegalen Waffen des Staates, der Beamter, ja? Das wird die FIPCO sich drüber freuen. Also, Herr Sascha, Sie können schön zu den anderen Reichen kommen, ja? Es gibt ja einen sehr reichen Mann, der heißt Tyrone in diesem Knast. Wer schießt hier? Ja, das war ein Officer gegen mich. Festgenommen als Beamter. Sascha, bleib ruhig und halt die Fresse. Sascha, Sie sehen sehr jung aus, wissen Sie das? Nee. Ja, das dachte ich mir, Sie verhalten sich auch nicht so, aber ich wollte sowieso fragen, wie kann ein so junger Mensch doch so alt schon sein, wissen Sie? Sie haben ja gefühlt schon Rente bezogen. Danke, der Herr. So, also im Gefängnis gibt es ein paar Regeln, ja? Hier wird kein Wein geschaukelt, kein Bart gezwirbelt und absolut keine Schneemänner auf den Schultern getragen, ja? Ja, also, das nehme ich jetzt los. Sie wirken mir, als würden Sie wegrennen wollen. Das ist zwielichtiges Verhalten. Ich habe doch Handschellen an, Digga, wo soll ich denn hin? Er versucht zu fliehen! So, außer Geschäft in die Ecke. Ja, danke schön, Officer. Also geflohen wird in meinem Gefängnis unter meiner Aussicht ganz sicher nicht. Aua. Aua. Mein Güter. So, der Herr, also ab in den Knast. Inhaftiert werden Sie jetzt, die Müll. Zack, so gefallen Sie mir doch schön viel besser. Keine Schneemänner, kein Wein in der Hand. Nur deine hässliche Fratze ist ein bisschen mehr zu sehen. Sie haben mir tatsächlich nicht mal meine Kleidergröße gefragt, ja, der Herr? Ich habe Ihnen schon direkt abgesehen, dass Sie XXL haben. Das ist kein Problem. Das sieht man nämlich an den doppelten Bauchschwarten, wissen Sie? Ey, bleiben Sie mal schön da drin, ja? Nein, will ich nicht. Ey, der versucht doch nicht im Ernst. Lucien, nimm die mal fest. Mensch, ich Sascha. Kann das nicht, tut mir leid. Nimm die fest, meine Fresse. Es geht leider nicht, sorry. Oh mein Gott, ihr seid inkompetent, Digga. Sascha, bleiben Sie mal hier. Nimm die fest jetzt. Nimm uns mal fest jetzt. Nimm uns mal fest jetzt. Alter. Warte, ich verkack grad. Ey, nimm diesen Mann fest. Gefangener Flut. Oh mein Gott. Oh, mein Spiel ist abgestürzt. Soll ich ihn in die Einzelhaft stecken? Ja, finish es. Ich hab ihn in den Einzelhaft gesteckt. Warte, ich geh mal zu ihm. Ich brauch die Bildschirmaufnahme. Er wurde am Ende hin sehr gereizt, Digga. Ja, das ist so belastend, dass da mein Spiel abgestürzt ist. Genau dann. Moin, Sascha Nox. Hallo. Ich bin der Endgegner der Familie, der Herr. Eine Frage habe ich. Bitte, der Herr nochmal, Sascha Nox. Können Sie im Trainingsraum die... Oh, können Sie mal bitte die Fresse halten? Ich schwör's dir, Digga, mit deinem Toaster. Reden Sie mal. Ich werde hier rauskommen, der Herr. Und dann Sie festnehmen, der Herr. Ja, glaube ich nicht. Kannst du so sagen, der hat noch ein bisschen Kotstelle auf der Oberlippe. Der Herr, Sie haben noch ein bisschen Kotstelle, ne, auf Ihrer Oberlippe. Können Sie das vielleicht mal wegmachen? Und Ihren Cap vielleicht wegmachen, bevor ich da reinkacke? Kacken ist auch gut, aber Dünsch ist besser. Wie lange hast du eigentlich, Sascha? Muss ich nicht interessieren, der Herr. 60 Minuten würde ich mal jetzt einfach mal pauschal sagen. Jetzt fahrst du mal im Gang runter jetzt, ne? Du brauchst jetzt auch nicht meine Mutter beleidigen. Ich weiß, dass deine Kollegen dir nicht geholfen haben, aber du bist hier jetzt nicht der einzige Häftling. Du brauchst dich jetzt nicht in den Mittelpunkt zu stellen. Oder mit wem redest du? Wer bist du? Wer bist du aber? Warum siehst du so aus? Oder man kann da so ein Geodreieck auf deinen Kopf einfach hinhängen. Ich weiß, oder mit Absicht.
Alright, dann würde ich sagen, das reicht mir sogar schon, ne? Wenn euch das Ganze gefallen hat, nicht gerne vergesst, ein Like oder ein Abo dazulassen. Ich bin euer Henry Gurke. Manatee, sag was. Hallo. Das ist Manatee Jungs, Manatee Jungs. Abonniert wegen Manatee Jungs. Ciao. Geil. Henry, du bist einfach hart. Du bist so hart wie die fucking Jesus Boxes.